Yani jetzt nur weil zwei, drei Leute vom Verfassungsschmutz kommen, dann hören wir auf, unsere Religion zu praktizieren. Diese Leute möchten nicht, dass wir praktizieren. Wir haben das gehört aus ihren Mündern, aber sie sagen es nicht offiziell. Sie sagen, wir wollen keinen Islam hier in Deutschland. Ihre Aussage. Ihre Aussage. Tayyip, jetzt. Was machen wir Falsches? Dürfen wir zur Religion aufrufen? Ja oder nein? Dürfen wir Muslime sein? Allahu a'lam. Aber eigentlich ja. Was machen wir falsch? Tja, seit nicht 10 Jahren, 15 Jahren, Abu'l-Bara, Verfassungsschutz, Verfassungsschutz, Verfassungsschutz. Hey, und jetzt? Weiter nach 10 Jahren, 15 Jahren. Und jetzt? Bewege ich mich frei herum? Obwohl, mit diesen Sätzen muss ich aufpassen, als ich in der Khutbah einmal gesagt habe, Subhanallah, wir haben unsere Moschee jetzt schon das 10. Jahr, noch nie war hier eine Razzia, was wollen die eigentlich von uns? Dann haben sie am Ende des Jahres eine gemacht. Nur um zu zeigen, doch, es war mal eine Razzia da. Terrorismusfinanzierung. Klar, ich hätte Leuten von Daesh, von ISIS Geld gegeben. Und bei Allah, jeder weiß, dass ich am meisten diese Gruppe bekämpfe, weil ich weiß, wer sie sind, möge Allah diese Leute recht leiten. Aber auf einmal hieß es, ich finanziere sie. Aber sie wissen selber, dass das nichts anderes als eine Lüge war. Seit 4,5 Jahren ist der Prozess offen, kein Brief. Wisst ihr, was das heißt? Wir warten, bis die Leute das vergessen haben, weil die haben nicht nur in Deutschland darüber berichtet. Die haben über Abu'l-Bara auch in Europa darüber berichtet. In England, in Bosnien, in ich weiß nicht wo, Spanien sogar. Und in Arabien. Ja, ich kam bei Al-Arabiya. Kennt ihr den Fernsehsender Al-Arabiya? Da kam ich rein. Habt ihr keine anderen Sorgen? Müsst ihr über mich berichten? Und das, liebe Geschwister, ist eigentlich schon ein Sieg für uns. Wallahi, dass sie so über uns berichten. Obwohl wir nicht mal 1% der deutschen Bevölkerung ausmachen, ist was für uns ein Sieg. Das heißt, sie haben uns wahrgenommen.